Hallo, willkommen bei einem neuen Interview hier auf meinem Kanal. Du kannst dich gerne mal vorstellen. Ja, hallo und danke schön, dass ich hier sein kann. Also, mein Name ist Tatjana Weber, ich bin 34 Jahre alt und ich habe mich vor kurzem als Persönlichkeitscoach selbstständig gemacht und bin auch auf YouTube gestartet und habe dich dann da entdeckt. Ja, und ich habe auch eine Behinderung. Okay, gut. Wir haben heute ein Interview, dann stelle ich dir mal die allererste Frage. Welche Behinderung hast du denn? Ich habe eine Spastik oder man sagt auch eine infantile Zerebralparese. Also das ist entstanden bei der Geburt wegen Frühgeburt. Ich bin einfach 2 Monate zu früh auf die Welt gekommen und da war Sauerstoffmangel bei der Geburt. Das Gehirn war nicht so richtig versorgt und dadurch ist eine Spastik entstanden. Eine Spastik ist so, wenn ja, ich sag immer, mein Gehirn ist falsch programmiert. Das funktioniert nicht richtig. Da sind nicht alle Gehirnzentren eingeschaltet worden. Dadurch kann ich nicht richtig laufen. Also ich kann nicht gut Gleichgewicht halten. Und mein Laufen ist so ein bisschen hölzern. Also so ein bisschen wie so eine Holzpuppe. Und meine Muskeln sind immer auf Spannung. Die sind immer angespannt. Das ist halt diese Spastik. Die sind immer, ja, die sind immer am Arbeiten konstant. Das sorgt auch dafür, dass ich halt einfach, ich brauche Hilfsmittel beim Laufen. Das heißt, ich habe Unterarmgehstützen oder Krücken und für lange Strecken habe ich einen Rollstuhl. Ja. Okay. Die Frage kenne ich jetzt selber von einige andere. Es gibt noch zwei, die machen auch YouTube, von denen kenne ich das schon so ein wenig. Hab mit denen schon mal ein Interview geführt und deswegen weiß ich darüber eigentlich schon relativ viel. Dann fange ich mal mit die zweite Frage an. Die zweite Frage ist, wie gehst du denn mit deiner Behinderung um? Ja, also für mich ist das ganz normal, weil ich die habe die ja von Geburt an. Ich teste dann immer neue Sachen aus. Ich habe zum Beispiel früher, als ich noch jünger war, als ich noch ein kleines Kind war, hatte ich einen Rollator. Dann hatte ich erstmal so einen zum vor mir her schieben, dann hatte ich einen zum hinter mir herziehen, da war ich so ein bisschen mehr gerade. Und dann habe ich umgelernt auf diese Unterarmgehstützen, weil die konnte ich dann mit so einem Gummiband zum Beispiel an meinen Dreirad dran machen. Ich habe ein großes Dreirad gehabt, damit bin ich dann später zur Schule gefahren. Also für mich ist das ganz normal. Ich muss halt immer nur gucken, was muss ich alles sozusagen mir ausdenken, damit ich ganz normal am Leben teilnehmen kann. Wie kann ich das ausgleichen? Also zum Beispiel, wie gesagt, dass ich mein Fahrrad benutze für längere Strecken oder meinen Rollstuhl jetzt auch für manche Sachen benutze. Ich habe auch Führerschein gemacht, also ich habe auch einen PKW, ich bin soweit mobil und ich finde nicht, dass mich das jetzt sehr beeinträchtigt, meine Behinderung. So, die dritte Frage mal, hast du vielleicht Tipps für andere Menschen, die so an sich jetzt keine Kontakte oder Kontakte zu Menschen haben mit einem Handicap zum Beispiel, was die denn machen sollen, wenn die denn mal irgendwann mal im Alltag, auf die Straße oder so, ein Mensch treffen tut mit einer Behinderung und mit denen dann irgendwie in Kontakt bekommt? Hast du dann für solche Menschen Tipps? Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal ganz normal behandeln wie jeden anderen auch. Ich habe das Gefühl, viele Menschen, die so nicht so viel mit Behinderung kennen, die sind manchmal so ein bisschen überfordert und wissen nicht, was die machen sollen. Besonders wenn die denken, dass jemand, so wie ich zum Beispiel mit den Krücken unterwegs ist und Hilfe braucht. Man kann auch ruhig fragen, ob man Hilfe braucht, aber eigentlich reicht auch, wenn man ganz normal Hallo sagt, weil die meisten Menschen, die eine Behinderung haben, wenn die was brauchen, sagen die schon Bescheid. Mir geht das schon meistens so, dass ich schon merke, aha, der andere will mich jetzt was fragen. Zum Beispiel, ich stehe vor einer Treppe, ich habe die Krücken so in der Hand, ich nehme die dann immer in eine Hand, in der anderen Hand halte ich mich am Geländer fest und dann meistens kommen mir Leute entgegen und ich merke schon, die wollen mir irgendwie helfen und dann muss ich mir immer überlegen, ja, wie helfen die mir jetzt am besten, so dass ich davon auch was habe, dass ich nicht zum Beispiel, wenn ich die Krücken übergebe, nicht umkippe oder so. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Man muss ja dann auch immer selber gucken, wie man das Gewicht verlagert. Und
die Menschen, die dann so behinderten Menschen helfen wollen und so begegnen, einfach erstmal die Antwort abwarten, ganz ganz normal sich unterhalten und nicht das schwer nehmen, wenn einer auch mal sagt, nee, ich mache das selber, weil manchmal ist das für mich einfacher. Ich behalte die Krücken einfach in der Hand, gehe die Stufen hoch und gehe dann weiter, als dass ich mir helfen lasse zum Beispiel, weil mir ist das schon ein paar Mal am Bahnhof passiert, dass ich dann gesagt habe, okay, nehmen Sie bitte mein Tasche und meine Krücken, und dann sind die Leute einfach weitergelaufen. Also ich bin ja langsamer auf der Treppe und die sind dann weitergelaufen. Und dann habe ich daraus gelernt, dass es wichtig ist, einfach ein bisschen länger zu reden und einfach zu erklären, wo man Hilfe braucht, oder einfach auch mal Nein zu sagen. Und für die Leute, die dann keine Behinderung haben, ist ganz wichtig, das sind ganz normale Leute, die Behinderten, die ihr trefft. Wenn die mal Nein sagen, dann haben die schon einen Grund. Und weil viele sind dann ein bisschen irritiert, wenn die nicht helfen können. Aber manchmal kann man das auch nicht richtig schnell genug erklären in der Situation. Also einfach offen sein, sich darauf einlassen, was der andere sagt. Und ganz normal umgehen wir mit jedem anderen auch. Einfach anlächeln, Hallo sagen und ein Hallo zurückbekommen. Gibt es eigentlich keine besondere Regel, finde ich. Sehe ich ja eigentlich relativ genauso. Nur für solche Menschen, wenn die noch nie Kontakt haben mit Menschen mit Behinderung, ist natürlich auch für die Person schwer, das Richtige zu machen, sage ich mal. Die wollen dann helfen, aber die relativ wenig bis gar keine Erfahrung haben, mache die relativ viel falsch. Ist aber natürlich gut zu sehen, dass die es versuche, auch wenn das nicht ganz richtig war, für solche Menschen zu helfen, auf jeden Fall. Also das ist doch mal gut, ist ja besser, als wenn würde die gar nichts machen. Genau. So sehe ich das. Einfach keine Angst haben, ganz normal mit den Leuten umgehen. Jeder, der eine Behinderung hat, der weiß schon, wie man damit am besten umgeht, und der wird schon was sagen. Also keine Berührungsängste haben, würde ich sagen. Genau. Dann stelle ich dir mal die vierte Frage. Die vierte Frage ist, hattest du schon mal Probleme mit Mobbing? Ja, ich würde sagen, nicht so schlimmer als, sage ich mal, normale Kinder und Jugendliche, die keine Behinderung haben, die auch mal so hier und da anecken. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt wegen meiner Behinderung gemobbt worden bin. Ich war auf mehreren Schulen, also ich habe ganz normal an einer Regelschule mein Abitur gemacht, aber ich habe zwischendurch die Schule gewechselt wegen Umzügen, und an einer Schule hatte ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten, weil da die Lehrer auch ein bisschen schwieriger waren. An anderer Schule ging es besser, weil die ganze Schule anders strukturiert war, aber ich glaube, dieselben Schwierigkeiten hätte ich auch gehabt, wenn ich keine Behinderung gehabt hätte. Also ich hatte das Glück, dass sowohl die Lehrer als auch die Schüler meine Behinderung so sozusagen mit eingebaut haben. Also ich konnte zwar, in der Grundschule war so das Einzige, wo ich sage, vielleicht das könnte man sagen, dass das Mobbing war, weil meine Grundschullehrerin hat mich auf keine Ausflüge mitgenommen. Der war das so anstrengend, die hat einfach gesagt, du hast einen Tag frei und hat mich nirgendwohin mitgenommen, das war blöd. Aber sonst, ab der 5. Klasse konnte ich überall dabei sein und so mich einbringen, wie ich in der Lage war. So hatte ich keine Probleme. Gut. Natürlich auch von der Lehrerin, natürlich auf keinen Fall richtig, nur weil irgendjemand Handicap hat, mit Laufen zum Beispiel, dass man derjenige nur deswegen nicht mittut, das finde ich ganz klar falsch. Man soll sondern die Mühe machen, alle Menschen mit teilzunehmen. Ansonsten würde ich sagen, ist ja besser, wenn gar keiner teilnehmen tut, als wenn einer ausgeschlossen wird. Genau. Das war aber zum Glück auch das Einzige, also nur in der Grundschule war das so. Okay, gut. Dann stelle ich dir mal die letzte Frage. Wie sieht das so dein Alltag aus, oder wie gestaltest du denn deinen Alltag mit deiner Behinderung? Ja, mein Alltag ist, würde ich sagen, ganz normal. Also ich wohne zusammen mit meinem Freund, das heißt, ich habe schon ganz lange, kann ich selbstständig wohnen, ich brauche auch keine Assistenz oder so. Klar, ich brauche ab und zu mal Hilfe, aber das kann ich mir dann so organisieren, dass entweder mein Freund mir hilft oder auch mal meine Schwester zum Beispiel beim Einkaufen. Ansonsten bin ich selbstständig, wie gesagt, ich habe ein Auto, mit dem ich unterwegs bin, ich arbeite momentan viel von zu Hause aus. Ja, und ansonsten treffe ich mich auch mit Freunden und gehe auch gerne schwimmen zum Beispiel, das ist so eins von meinen Ausgleich, so ein bisschen sportlich.
Gut. Willst du für den Abschluss fürs Interview noch irgendetwas sagen? Ja, also Oder dich verabschieden? ich würde erstmal gerne Danke sagen, dass ich überhaupt hier sein darf und von dir interviewt werde, weil ich finde deine Interviewreihe sehr interessant. Ich habe da schon sehr viele interessante Leute kennengelernt und ich finde deinen Kanal auch total cool. Ich gucke da gerne vorbei. Wollte ich einfach mal Danke sagen zum Abschluss. Auf jeden Fall, ich werde deinen YouTube-Kanal noch unten in die Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und da sage ich mal, mit dir bei nächsten Interview kommt sehr wahrscheinlich morgen nochmal eins. Da sage ich mal, bis dann, Leute, und haut rein.